Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video! Der Sender Steve ist mit dabei. Wir sind heute am Klingentrail in Solingen. Und was man hier gerade sieht, die bauen hier irgendwie auch noch einen Dirtpark hin. Also sieht so aus. Schaut mal, da oben ist glaube ich Startturm. Und dann kann man hier, sieht das so, nach Dirtpark aus. Ja, wir checken das Ganze heute ab. Wir wollten eigentlich auch mal wieder im Park fahren, aber irgendwie sind wir doch ein bisschen müde und dann in so einem Tag, wo man nicht so voll da ist, irgendwie Geld für den Park ausgeben, haben wir uns dann dagegen entschieden. Deswegen heute nach Solingen, weil auch die Strecke für uns nicht so weit ist. Und wir nehmen euch mit, checken das Ganze ab. Ich bin in den letzten Wochen immer nur Hometrails gefahren, bin schon echt aufgeregt und gespannt. Jetzt, bis gleich auf der Strecke. Wir testen mal die Vlog-Fähigkeit von der Insta360. Sender Steve macht sich jetzt nackig. Als ob du das schaffst, Dinger so anzuziehen. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie das ist. Bild, Ton und so weiter. Man kann sehr easy damit vloggen und es fühlt sich irgendwie sehr entspannt an, weil das Ding halt so klein ist. Weil mein Ding halt so klein ist. So, wir laden jetzt hier mal aus und dann gehen wir mal Open Klingentrail mal abchecken, ne? Sein das die? Sag schon was? Ja, moin, ne? Das nächste Mal erkennt mich keiner mit Namen Sender Steve. Ich bin immer sauer. Wann änderst du denn den Namen auf YouTube? Der ist doch geändert. Hast du schon auf Sender Steve geändert? Das ist Steve MTP und dann in Klammern Sender Steve. X in Klammern, einfach nur Sender Steve. Ja, gut. Mach ich nächste Woche. Nächste Woche wird geändert. Da, wo die anderen Radfahrer hinfahren wahrscheinlich, ne? Wie sagt man nochmal den Spruch? Glück auf? Glück auf, liebe Freunde. Stunt. Glück. Life short, stunted. Life short, Glück auf. Stunted. Stunted. Also, der Klingentrail in Solingen ist auch so ein Flow-Trail, der gebaut worden ist von einem Verein und es gibt drei verschiedene Lines. Einmal blau, die Flowkey, dann die S-Line in rot und die schwarze Sky High. Was ich mir vorgenommen habe, ist hier die blaue Line natürlich zu fahren und natürlich auch mal mir die rote Line anzusehen. Doch da gab es dann am Ende einige Probleme bei. Okay, hier teilt sich das. Dann fahren wir die blaue bis zum Schluss einmal. Eigentlich ist der ganze Spot ziemlich cool gebaut, doch ich hatte so ein bisschen meine Probleme, genügend Speed aufzubauen, um dann über die Tables drüber zu kommen. Und da das aktive Springen noch nicht so, wunderschön klappt, hatte ich da echt meinen Struggle an diesem Tag. Dazu hat sich das Ganze irgendwie ein bisschen komisch angefühlt und ich muss ehrlich sagen, die blaue Line ist irgendwie gar nicht so einfach für mich gewesen. War für blau? Was man dem Flowtrail siegen lassen muss für einen relativ kurzen Uphill von, wenn man fährt, vielleicht 10 Minuten, aber es gibt also zwei steile Anstiege, außer es gibt noch einen kürzeren, den wir nicht gefunden haben. Aber für diesen Uphill hat man tatsächlich eine wirklich relativ lange Abfahrt und definitiv irgendwie lohnenswert.
So Leute, erste Runde gefahren. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, dass ich einfach überhaupt nicht richtig irgendwie das Feeling habe heute. Oder die blaue ist einfach gar nicht mal so easy hier. Ja, schieben mal hoch, gucken dann nochmal. Nach dem Uphill habe ich mir dann vorgenommen, mit mehr Speed zu fahren, um dann den ein oder anderen Table zu clearen. Aber das Ganze hat leider auch nicht so super gut funktioniert, aber seht selbst. Das, was ihr da gerade gesehen habt, ist der Eingang zur S-Line und dort ist so ein kleines Gap. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber vorher das Ding kickt irgendwie ziemlich und dann geht es in direkt so eine steile Kurve runter, die mir nicht ganz geheuer war und das war auch so mein Problem. Deswegen habe ich mich entschlossen, erstmal zu den Drops zu fahren, um ein bisschen Selbstbewusstsein zu tanken. Klappert denn hier so? Meine Schaltung klappert übertrieben. Scheiße. So Leute, ein paar Mal gefahren und jetzt seht man hier. Einfach der Hebel von der Schaltung locker. Deswegen müssen wir jetzt einmal zum Auto und das Ganze festziehen. Ich finde die Lines nicht so einfach, weil so viele Steine liegen und schwer irgendwie Geschwindigkeit aufzubauen, da das Aktivspringen noch nicht so gut klappt, ist das nicht so einfach dann. Ich würde unglaublich gern das Stück der roten Line fahren. Mal gucken, ob ich mich später danach fühle oder ob ich es lieber sein lasse. Eigentlich ist nur der Einstieg schlimm. Vor dem Rest ist eigentlich nicht so Schiss. Vielleicht fahre ich den Rest irgendwie einzeln, gucke, ob ich dieses Gap umfahren kann. Aber mal sehen, jetzt geht es erstmal kurz zum Auto und reparieren. An. Sechs Stunden gefahren. Nee, leider nicht. Bei der roten Line und bei der schwarzen ist leider die GoPro ausgegangen. Wir haben aber übelst rückwärts gesendet. Nee, wir sind irgendwie heute schon auf dem Hinweg hierhin war so das Feeling, boah, gehen wir jetzt echt Fahrrad fahren? Irgendwie waren wir echt ein bisschen im Arsch. Aber das soll keine Entschuldigung sein. In Wirklichkeit war es einfach so, die rote Line hat so ein Gap, wo es ziemlich steil dann runter geht und so kickt irgendwie.
Und ich bin mir eigentlich sicher, dass ich das hätte fahren können, aber nach dem Sturz vom Fritz in Winterberg und dem Sturz von Marc war mir das dann irgendwie jetzt so am Ende der Saison zu link. Und ich bin ja immer diese Schiene gefahren, dass wenn ich mir was nicht 100% zutraue und sich es nicht so ganz so gut anfühlt, dass ich es dann sein lasse. Und bisher, toi toi toi, ist nichts passiert und daran halte ich mich. Auch wenn der Tag jetzt kürzer war und halt nicht so spannend. Ja, nächstes Mal läuft es besser. Der Steve hat gesagt, hey, du hast doch zumindest den Drop gemacht auf diesem Naturstein-Ding. Ja, der hat sich auch gut und safe angefühlt. Da habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Und vielleicht ist das mein Erfolgserlebnis für heute. Aber für die rote Line muss ich auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Zum Spot an sich ist schon ganz cool, vor allem wenn man hier mitten in Solingen wohnt. Ich weiß nicht, ob ich nochmal. Ich komme auf jeden Fall nochmal wieder, um halt diese rote Line zu fahren irgendwann. Und vielleicht eines Tages die schwarze. Aber vom Feeling her so war der Spot auch nicht so cool irgendwie. Also von all diesen Spots, abgesehen von den Halden, sagen wir jetzt mal diese Sachen von den Vereinen, ne, fand ich bisher Siegen am geilsten. Ich bin sehr gespannt auf Stromberg. Ich hatte da mal mit dem Biken mit Dominik connected. Der wohnt da wohl ganz in der Nähe. Für mich ist leider ein längerer Weg. Aber vielleicht fahren wir da dieses Jahr auf jeden Fall noch hin. Und vielleicht machen wir gemeinsam ein Video. Und yes, lasst gerne ein Abo da, Leute. Auch wenn ich heute gekniffen habe. Wir sehen uns trotzdem nächste Woche in mindestens 2 Videos. Und bleibt gesund und fit. Verletzt euch nicht am Ende der Saison. Bis zum nächsten Mal.